Ja, herzlich willkommen zum Webinar. Leider jetzt in einer sehr anderen Form und zwar nur per Aufnahme. Es tut uns sehr leid, dass das nicht so geklappt hat, wie es eigentlich geplant war. Wir hatten leider Probleme mit der Plattform und konnten dadurch nicht live gehen. Niklas und ich haben die ganze Zeit geredet und eure Kommentare gesehen, konnten aber nichts so machen. Da waren uns leider die Hände gebunden. Wir starten aber trotzdem jetzt rein und versuchen das Ganze so gut wie möglich trotzdem rüberzubringen, damit ihr trotzdem alle relevanten Inhalte kriegt. In dem Sinne, herzlich willkommen zur Aufnahme von Wie künstliche Intelligenz Ferienwohnung verändert. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit der Zukunft und mit der künstlichen Intelligenz und haben uns dafür den Experten Niklas von Febo Butler geholt. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Bevor wir loslegen, das ganze Webinar geht ungefähr eine Stunde lang. Normalerweise war es mit Interaktion gedacht. Das können wir jetzt leider nicht machen. Wir freuen uns aber über Mails im Nachhinein, wo wir dann auch jegliche Fragen natürlich noch beantworten. Und wir können natürlich auch über Interaktion in unserem Blogpost, über Kommentare mit euch kommunizieren und eure Fragen beantworten, wenn dann welche entstehen. Wir schicken euch dieses Webinar an alle, die sich angemeldet haben. Und genau. Ich bin Alicia von Logify. Ich arbeite da im Marketingbereich, und zwar im Content und bin dafür den deutschen Markt zuständig. Und damit ihr überhaupt wisst, warum Logify so ein Webinar macht, dachte ich, stelle ich Logify einfach mal ein bisschen vor. Was wir sind ein PMS, sprich ein Property Management System, was sowas wie eine All-in-One-Ferienwohnungssoftware ist. Das heißt, wir ermutigen Gastgeber dazu, Direktbuchung zu erhalten, indem sie ihre eigene Website erstellen können, beziehungsweise ihre Website buchbar machen können. Wir verwalten alle Reservierungen in einer Plattform, sprich jeder Gastgeber oder Inhaber kann dann einfach über Logify auf die ganze Gästekommunikation zugreifen, auf die ganzen Reservierungen zugreifen. Und alle Plattformen, wie zum Beispiel Fevo Direkt oder Booking.com oder Airbnb, werden eben bei uns synchronisiert. Wir wurden 2012 gegründet und sitzen in Barcelona. Wir sind ein sehr schnell wachsendes Startup, in dem wir mittlerweile schon mehr als 230 Mitarbeiter haben. Und auch wenn wir hauptsächlich im US-Markt tätig sind, sprich auf Englisch fokussiert, sind wir auch in ganzen sechs anderen Sprachen, und zwar Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch und Portugiesisch, erhaltbar und bieten unsere Software auch in den Sprachen an. Mittlerweile haben wir in fast 100 Ländern Kunden und es werden immer mehr. Ich hatte ja gerade schon erklärt, dass wir eben PMS sind, sprich man kann automatisierte Gastnachrichten bei uns machen, man kann die Reservierung verwalten, Zahlungsabwicklung und Zahlungserinnerungen schicken und wir haben eben auch den Channel Manager. Das ist so das Hauptding vom Property Management System und zwar ist das ein Kalender, der eben alle Portale wie Booking.com, wie Airbnb, wie Fevo Direkt zusammen verwaltet und in eins synchronisiert. Sprich, wenn auf Booking.com eine Buchung gemacht wird, wollt ihr ja ungern, dass eure Ferienwohnung dann zu dem gleichen Zeitpunkt noch woanders, wie zum Beispiel bei Airbnb, erhaltbar ist. Demnach werden dann die Termine ausgeblockt und das könnt ihr alles in einem Kalender sehen. Wir haben außerdem einen Website-Baukasten, sprich ihr könnt leicht eure Homepage erstellen oder über ein Buchungswidget eure bereits erstellte Homepage auf WordPress oder ähnliches buchbar machen. Das Ganze geht natürlich auch von unterwegs, denn die Welt wird immer mobiler und immer technikaffiner, was ironisch ist bei dem Verlauf dieses Webinars. Hier könnt ihr auch über unsere mobile App dann alles verwalten. So. Was ist bei uns neu, um einen kleinen Einblick nochmal zu geben? Google Ferienwohnung ist eines unserer Hauptmerkmale gerade jetzt, denn wir haben die Möglichkeit, auf Google eure Ferienwohnung einzustellen. Sprich, wenn ihr über Logify euch mit uns verbindet, könnt ihr eure Ferienwohnung über Google Ferienwohnung einstellen und dadurch könnt ihr natürlich Buchungsportale wie Booking.com oder Fevo Direkt outranken. Sprich, ihr seid früher in den Ergebnissen bei Google mit Google Ferienwohnung als mit anderen Portalen. Sprich, ihr könnt dann über die Ferienwohnung bei Google zuerst angezeigt werden. Es können Direktbuchungen über diese Website gemacht werden und sie gehen direkt zu euren Kosten. Das heißt, es werden keine Provisionen abgegeben für andere Buchungsportale oder ähnliches. So, was haben wir noch für Initiativen, Apps, Möglichkeiten? Wir integrieren mit verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Pricing Tools oder Check-in-Apps, damit eben wirklich alles über ein Portal geht und ihr nicht eben noch bei anderen Anbietern woanders die Sachen verwalten müsst oder checken müsst.
Und wir bieten kostenlose Vorlagen, Blogartikel an mit Tipps und Tricks und Studien wie zum Beispiel den Industry Report. So, jetzt kommen wir auch bald zu Niklas. Als letztes wollen wir euch jedoch noch ein paar Einblicke geben, und zwar in die Studie, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich ein Industry Report gerade gestern veröffentlicht, in dem wir über die ganzen Trends und Tendenzen für den Sommer reden. Und da lassen sich ein paar positive Trends erkennen, wie zum Beispiel 10% höhere Preise für den Sommer, dass die Ausbuchungsrate steigt und von April bis November, wie ihr hier sehen könnt, über 50% liegt. Und dass das Buchungsfenster aufsteigt. Das heißt, die Urlaube werden wieder früher gebucht, früher geplant. Und das gibt einen positiven Blick für die Zukunft. So, was passiert noch alles so in der Zukunft? Dafür haben wir Niklas da. Niklas ist von FeWo-Butler und hat vor 5 Jahren seine erste Ferienwohnung mit seinem Partner Falk zusammen geöffnet. Er und sein Geschäftspartner haben vor 3 Jahren dann FeWo-Butler, eine Coaching-Firma, gegründet und haben mittlerweile über 100 Ferienwohnungen. Aber Niklas, stell du dich doch einfach selbst vor. Du kannst das, glaube ich, besser. Erstmal ein großes Hallo in die Runde. Ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Gerade eben haben wir sehr viel Selbstgespräche geführt, muss ich sagen. Auch als du gerade weg warst, gerade eben am Anfang des Webinars, dachte ich halt irgendwie, ich habe die Möglichkeit, mit den Leuten zu interagieren und zu reden. Hab die ganze Zeit mit dir gequatscht und ja, dann hat jeder geschrieben, die sehen nichts, die hören nichts. Tut mir nochmal leid an dieser Stelle. Ich habe aber viele Gesichter gesehen, beziehungsweise viele Namen gelesen von Teilnehmern von uns. Erstmal sehr, sehr cool, dass ihr auch dabei seid, und ich freue mich auf jeden Fall, euch Gastgeber, an Teilnehmer und halt eben auch die Neuen, die von Logify kommen, etwas zum Thema AI zu erzählen und vor allen Dingen, warum das so ein extrem wichtiges Thema für die Zukunft ist. Kann dafür am besten auch direkt die Präsentation starten. Ich denke mal, das ist kein Thema, oder? Ja, leg gerne los. Perfekt, dann teile ich direkt meinen Bildschirm. So, ich hoffe, man kann das sehen. Man kann alles sehen. Okay, perfekt. Ich muss halt quasi immer so manchmal ein bisschen zur Seite gucken, weil jetzt quasi mein Fenster für Google Meetings auf dem zweiten Monitor liegt und die Präsentation halt eben jetzt direkt vor mir ist. Prinzipiell erstmal natürlich das Thema AI ist nichts Neues. Es ist für viele Leute vielleicht was Neues, aber es ist prinzipiell jetzt erstmal etwas, was wir schon 100-fach gehört haben von der Presse da draußen, von Leuten in unserer Umgebung, die gesagt haben, ja, ChatGPT benutze ich auch, ist doch alles schon mittlerweile sowas wie ein alter Hut. Und viele Leute verstehen noch nicht ganz, welche Möglichkeiten wir als Gastgeber eigentlich haben, wenn wir auf Tools wie AI setzen. Und davon möchte ich euch erstmal natürlich konkrete Praxisbeispiele geben, die nicht nur mit ChatGPT zu tun haben, sondern halt eben die weit darüber hinausgehen, wie du die Gastkommunikation vor allen Dingen automatisieren kannst, wie du das Innendesign komplett in künstliche Intelligenzhände geben kannst. Das heißt, hier kommt es wirklich bald darauf an, dass wir bald Berufe ersetzen können. Und ich sage ganz klar, können, nicht der Beruf ist ersetzbar, aber mit KI können wir uns sehr, sehr viele Experten heranzüchten, und das ist wirklich wahnsinnig interessant. Aber warum erzähle ich euch denn hier eigentlich was zum Thema KI? Was habe ich denn, dass ich euch überhaupt etwas dazu erzählen kann? Und Alicia hat es gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Ich bin Niklas, ich bin einer der Gründer vom FeWo-Butler, habe das mit meinem Kumpel Falk zusammen damals gestartet, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren mit unserer ersten Ferienwohnung, bin 30 Jahre alt. Und die erste Ferienwohnung, die haben wir gestartet, aus dem Studium heraus. Deswegen sind wir tatsächlich auch Studienabbrecher, weil wir so sehr mit diesen Ferienwohnungen starten wollten. Wir haben vor 5 Jahren diese erste Ferienwohnung angehauen und haben gesehen, wow, das funktioniert so gut. Wir müssen einen vollen Fokus darauf legen und haben halt eben in dieser Zeit über 100 Ferienwohnungsinserate gelauncht, und das halt eben in ganz Deutschland. Und hier vielleicht mal so ein kurzes Bild. Das war damals unsere allererste Ferienwohnung, die wir damals entwickelt haben. Da waren wir noch relativ jung, relativ arm, muss ich sagen, als Studenten, und haben dort quasi das erste Objekt möbliert, entwickelt und dann anschließend darauf unser System angewandt. Und mit der Zeit sind dann weitere tolle Ferienwohnungen dazugekommen, die wir entwickelt haben in den unterschiedlichsten Stilen und den verschiedensten Bereichen. Und
Hier soll es natürlich jetzt nicht um uns gehen oder quasi, warum wir so eine tolle Transformation in diesen 5 Jahren hingelegt haben, sondern es soll um das Thema KI gehen und vor allen Dingen, was du dir daraus mitnehmen kannst, speziell für die Vermietung und Vermarktung deiner Ferienwohnung, wenn du selber Gastgeber bist und selber Ferienwohnung vermietest. Dafür aber natürlich erst einmal zu wissen, was ist eigentlich KI? Und da ist ja natürlich die Frage, jeder hat so einen ungefähr einen anderen Blickwinkel auf KI und denkt, es wäre vielleicht etwas anderes. Alicia, du vielleicht auch. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal einen kurzen Text herausgezogen, eine kurze Zusammenfassung, habe mir die natürlich selbstverständlich von der KI schreiben lassen. Und, wie es sein muss. Wie es sein muss, wie es sein sollte. Und letztendlich kann man das Ganze so unterbrechen, dass man sagt, künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, der sich darauf konzentriert, Maschinen oder Programme zu schaffen, die menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zeigen können. Im Kern geht es bei KI darum, Maschinen oder Programme zu entwickeln, die lernen, Schlussfolgerungen ziehen, Probleme lösen, sich anpassen und komplexe Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliches Denken erfordern würden. Das heißt, vereinfacht kann man sagen, künstliche Intelligenz soll menschliche Intelligenz in vielen Bereichen ersetzen. Hört sich erstmal sehr, sehr hart an, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt einfach mal darauf zurückblickst, warum du damals Gastgeber geworden bist und mit deiner ersten Ferienwohnung vielleicht gestartet hast oder mit deiner zweiten oder mit der dritten, du bist Ferienwohnungsvermieter und du machst das vielleicht, weil dir die Gastkommunikation so viel Spaß macht, weil du gerne neue Kulturen kennenlernst, Leute, die nach Deutschland kommen in deine Ferienwohnung und du denen gerne eine schöne Zeit bereiten möchtest. Oder vielleicht ist es auch komplett der Geldaspekt, dass du einfach nur damit finanzielle Unabhängigkeit erreichen möchtest, dass du damit ein gutes Nebeneinkommen haben möchtest. Es gibt viele verschiedene Dinge, warum du damals gestartet hast mit Ferienwohnung. Und es gibt viele Bereiche davon, die gehören nicht dazu, warum du gestartet hast. Zum Beispiel die Buchhaltung. Du hast nicht mit Ferienwohnung gestartet, um die Buchhaltung zu machen. Du hast dich mit Ferienwohnung gestartet, um die Reinigung zu machen. Es gibt halt eben viele verschiedene Dinge, die sind Aufgaben, die wollen wir ja outsourcen. Dafür wollen wir eine Lösung haben. Und KI ist gerade eine dieser Lösungen, die sich für uns präsentiert, nur noch die Sachen zu machen, die wir am geilsten in der Ferienwohnungsvermietung finden. Und das ist halt eben das, warum ich dieses Thema auch so unfassbar spannend finde. Und jetzt geht es ja nicht einfach nur darum, einfach Jobs zu ersetzen. Es geht darum, quasi diese unliebsamen Aufgaben outzusourcen an diesen digitalen Helfer, den wir uns selber heranzüchten können und der uns halt eben dann diese Aufgaben abnimmt. Möchtest du vielleicht nochmal irgendwas sagen? Ja, ich glaube nämlich, das ist genau auch der wichtige Punkt, denn KI, oft ist, glaube ich, die Angst damit verbunden, dass das irgendwie alles ersetzt und auch einen selber ersetzt, aber das muss es gar nicht, sondern es kann, wie Nick das eben gerade schon gesagt hat, eben die unschönen Parts im Vermieteralltag beziehungsweise auch bei mir als Contentwriter ersetzen und die schönen Parts eben mir lassen. Und natürlich muss man der KI nicht einfach blind vertrauen, aber wenn sie helfen kann und helfen kann, unliebsame Aufgabe zu entfernen, dann glaube ich, ist das ein Tool, was jeder sich zumindest einmal angeguckt haben sollte oder angehört haben sollte in diesem Fall. Ganz genau. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und jetzt natürlich die große Frage, was ist dann quasi hier die Kraft der KI, speziell in der Ferienhausvermietungsbranche? Und das ist genau das, was ich gerade eben gesagt hatte, nämlich es gibt halt Aufgaben, die müssen wir immer wieder bewerkstelligen bei unserer Ferienwohnungsvermietung. Es gibt die wiederkehrenden Aufgaben, die Reinigung, das Management, die Gastkommunikation, die Buchhaltung, die Inseratspflege, Kontrolle, Wäsche, Rechtliches, Instandhaltung. Und es gibt einmalige Aufgaben. Das heißt, wenn ich eine neue Ferienwohnung dazu bekomme, muss ich halt eben auch wieder gewisse Dinge tun. Und diese Aufgaben, die sind nicht großartig, die unterscheiden sich nicht großartig voneinander. Das heißt, wenn man einmal im Kern verstanden hat, was man bei dieser Aufgabe tun muss, kann man hierfür eine alternative Lösung finden, etwas outsourcen, das einem Mitarbeiter weitergeben oder halt eben ein Tool verwenden, eben halt eben eine KI. Und ich will dir auf jeden Fall gleich spezielle Beispiele geben, wie man hier Automatisierungsmöglichkeiten nutzen kann, damit du halt eben dich speziell auf die Sachen konzentrieren kannst, die dir am meisten Spaß machen. Ein großer Teil zum Beispiel, den viele Leuten Spaß macht, ist zum Beispiel der InDesign-Bereich. Das heißt, die entwickeln gerne Ferienwohnungen, weil sie unfassbar viel Spaß daran haben, neue Objekte zu modernisieren, zu verschönern und halt in ihrem Stil, zum Beispiel im Scandi-Look, halt eben fertigzustellen und dann halt eben Leute darin wohnen zu lassen und dann quasi sich immer anzuhören, wie wunderschön doch diese Ferienwohnung ist.
Und davon gibt es, denke ich, mal viele. Und Alice hat vielleicht ein anderes Beispiel. Ja, nee, ich glaube auch ein ganz, ganz großer Teil ist auch die Gästekommunikation. Also viele Leute, die in der Branche angefangen haben und die vielleicht eher so ein, zwei Ferienwohnungen haben und dann nach und nach ihr Business aufgebaut haben, die waren vielleicht am Anfang einfach daran interessiert, um mit den Gästen zu kommunizieren, um zu sagen, oh, ich sehe, wie, was für einen schönen Urlaub der hat und ich konnte denen so ein schönes Erlebnis ermöglichen. Und im Endeffekt war der so nett und hat mir eine andere Kultur gezeigt, sei es von ganz woanders her, außerhalb Deutschland oder einfach, was weiß ich, in Hamburg aus dem Süden oder ähnliches. Jeder ist unterschiedlich und dass das eben alles im Urlaub zusammentrifft, ist, glaube ich, auch für viele Vermieter ganz schön und ganz schön wichtig. Ja, und ich glaube, viele Leute verwechseln auch oft Algorithmus mit KI. Also es gibt aktuell sehr, sehr viele Firmen da draußen. Es ist regelrecht so ein Boom oder ein Trend ausgebrochen, dass jeder jetzt mittlerweile hinter seiner Domain einfach nur .io hintersetzt oder .ai und jetzt sagen halt eben, jo, wir benutzen auch AI, aber die benutzen keine AI, die benutzen ganz einfach einen Algorithmus. Und vielleicht hier nochmal der einfache Unterschied, warum jetzt KI eigentlich so bahnbrechend ist und anders als das, was wir bisher kannten. Der klassische Algorithmus, so wie bisher eigentlich jedes Programm aufgebaut wurde, funktioniert wie so eine Art Backrezept. Du hast halt eben quasi eine feste vorgegebene Regelreihenfolge. Zum Beispiel, zuerst kommen die Eier, dann kommt das Mehl und mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Milch. Danke, Alice. Das sind halt eben diese ganzen Zutaten, die da reinkommen und dann halt natürlich, wie wird das gebacken? Und das ist halt eben der klassische Algorithmus. Er geht Schritt für Schritt vor, macht also quasi diese Regeln und wiederholt einfach quasi immer diesen Prozess und am Ende hast du einen fertig gebackenen Kuchen. KI ist aber, wir haben diese Regeln und KI hinterfragt diese Regeln und lernt immer wieder dazu. Jetzt, nachdem wir quasi einmal diese Regeln durchgespult haben, hat die KI gelernt, ey, der Kuchen, der könnte viel, viel fluffiger sein, wenn wir jetzt noch ein bisschen, was weiß ich, was tut man dazu, damit ein Kuchen fluffiger zu machen? Backpulver. Backpulver. Jetzt sagt KI zum Beispiel, ey, das Rezept wäre viel, viel besser und ausgefallen, aber wenn wir noch Backpulver hinzufügen. Und so wird das Rezept quasi verbessert durch dieses maschinelle Lernen. Das heißt, es lernt die ganze Zeit dazu und dadurch, dass es jetzt Backpulver quasi dieses Rezept gebracht hat, wird der Kuchen fluffiger. Und die KI lernt jetzt, ah, okay, Backpulver macht es fluffiger, beim nächsten kann ich es wieder anwenden und das wird dann vielleicht auch die Reihenfolge verändern. Zum Beispiel ist es cleverer, zuerst mit Mehl zu starten und dann mit dem Ei, anstelle erst mit dem Ei und dann mit dem Mehl. Also es versucht halt eben den perfekten Wegweise irgendwie aufzustellen, um das perfekte Rezept aufzustellen, um das perfekte Ergebnis aufzustellen. Und das ist halt eben einer der großen Vorteile von KI und das, was es halt eben so stark von den klassischen althergebrachten Tools und Algorithmen unterscheidet, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das halt eben einfach weiß. So, jetzt aber natürlich die große Frage, wie kann KI unsere Betriebsabläufe in unseren Ferienwohnungen überhaupt verbessern? Und hier jetzt erstmal natürlich die wichtige Frage, hat dazu einer noch nicht ChatGPT benutzt? Und ich denke, jeder hat in irgendeiner Weise schon mal jetzt ChatGPT benutzt. Ich glaube auch. Besonders in den letzten Monaten ist das ja unglaublich berühmt geworden. Und zumindest ausprobiert, glaube ich, hat es ein jeder einmal. Vielleicht unsere älteren Gäste noch nicht unbedingt, aber wenn nicht, einmal auf ChatGPT gehen und einmal ausprobieren. Genau, und ich glaube halt eben, ich muss jetzt gar nicht großartig viel von ChatGPT erzählen oder so, weil jeder weiß mittlerweile da schon Bescheid und weiß auch ungefähr, was man damit alles machen kann. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal ChatGPT drin. Und die meisten Leute denken halt eben, das ist einfach nur KI. ChatGPT ist halt eben ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Texte erstellen möchte. Das ist die simpelste Form jetzt der KI in Anführungszeichen. Wirklich sehr, sehr, man sagt halt eben auch sehr schwache KI dazu. Also es hat eben einen konkreten Anwendungsfall und hierfür wurde dafür natürlich diese KI entwickelt. Und wie wollen wir zum Beispiel von ChatGPT, dass er zum Beispiel Hausregeln erstellt für unsere Ferienwohnung oder Inseratstext für unsere Ferienwohnung auf Airbnb oder Bildunterschriften erstellt oder Bewertungen schreibt für unsere Gäste, also dass diese sich halt immer auch wieder abwechseln und nicht gleichbleibend sind. Und dafür ist das halt eben dieses ChatGPT wirklich sehr, sehr praktisch. Aber es ist noch praktischer, wenn man jetzt hergeht und
den füttert. Und das machen die wenigsten. Die meisten Leute benutzen es halt eben direkt. Es macht mehr Sinn, wenn du jetzt hergehst und ChatGPT auch nutzt wie eine KI. Das heißt, du startest damit, indem du jetzt erstmal hergehst und ChatGPT mit den Inseratsdaten fütterst. Das heißt, man spricht halt eben im Fachkontext von Entitäten. Das bedeutet, Entität ist das, worauf die KI zurückgreift, um später diese Informationen zu benutzen, um diese weiter rauszugeben und quasi ein Ergebnis zu erstellen. Und diese Entitäten, diese müssen wir jetzt quasi ansammeln und dann in dieses KI-Tool reinfüttern. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Ich habe heruntergeschrieben, was hier zum Beispiel in einem unserer Apartments alles drin ist. Und das habe ich einfach von meiner Website kopiert. Das heißt, wir haben eine Kapazität für bis zu 2 Personen, die Adresse, Größe, Preise, Ausstattung, wo das genau liegt, häufig gestellte Fragen und so weiter. Und der macht mir daraus jetzt quasi nochmal eine schön übersichtliche Darstellung. Und jetzt können wir aufgrund dessen, weil wir das hier eingelesen haben, weil das haben wir dem nämlich gesagt, lese folgende Informationen ein, können wir jetzt dem quasi halt eben sagen, schreibe uns einen Inseratstext. Und das mache ich jetzt einfach mal, indem ich das jetzt quasi in ein Beispiel packe. Schreibe, bitte, ich habe ein großes Problem, denn ich sage selbst der KI, bitte, ich bin selbst höflich. Ja. Ich auch weiß, danke, dass du mir den Text geschrieben hast. Ich weiß nicht, warum genau, aber ich bin höflich. Ich habe das Gefühl, dass der Output ist dann einfach besser, wenn man die nett behandelt. Also schreibe bitte einen Inseratstext für, okay, das ist das egal. Ja. Ich weiß, ob das hier. Auf Ausblenden ein bisschen genauer. Okay. Für Airbnb, der potenzielle Gäste überzeugt, das Inserat zu buchen. Dazu vielleicht direkt einmal, was Niklas da gerade gemacht hat, das könnte für die Leute, die tatsächlich noch nicht so im ChatGPT-Spiel drin sind, beziehungsweise allgemein im KI-Spiel, das ist eben sehr wichtig. Also ja, die KI versucht unser Denken zu imitieren, aber sie kann halt noch grundsätzlich nicht einfach Informationen aus dem Nichts saugen, sondern das mit dem Füttern, das ist eben wichtig. Sprich, ihr schreibt nicht nur, schreibt bitte einen Inseratstext, sondern schreibt bitte einen Inseratstext für Airbnb, für potenzielle Gäste und so weiter, der die überzeugen kann. Damit gebt ihr automatisch schon so ein paar Richtungen, in die es gehen soll. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Clou dabei. Das ist nochmal sehr, sehr gut, dass du das dann wiederholt hast. Und deswegen halt nochmal diese Entitätenliste, dass du diese erstellst, wie zum Beispiel hier von dem Apartment, ist unfassbar wichtig, dass du dem vorher die Informationen gibst, bereitstellst, damit er darauf zurückgreifen kann, um dann zum Beispiel hier diesen Output zu generieren, nämlich jetzt zum Beispiel diesen Text, den er jetzt hier quasi verfasst hat. Entdecken Sie das Beste von Wuppertal in unserer stilvollen und gut ausgestatteten Unterkunft. Ideal für Singles und Paare. Unser Studio bietet Platz für bis zu 2 Gäste und befindet sich nur wenige Schritte von der Bergischen Universität und dem lebendigen Stadtzentrum entfernt. Das sind alles Informationen, die hat er sich jetzt quasi hier rausgezogen aus dieser Liste und kann daraus halt eben einen top konvertierenden Text erstellen. Und das ist halt eben eine der großen Mächte von einer KI im Vergleich zu einem Algorithmus, der könnte das halt eben nicht. Und das ist jetzt halt eben nice to have. Wir können das mit Hausregeln machen, wir können das mit jeder Art von Text machen, mit über uns, mit Guidebooks und so weiter. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jede Form hier noch von Text zu erstellen. Aber jetzt wollen wir noch was machen. Zum Beispiel wollen wir auf unserer Webseite die besten Bewertungen von Airbnb präsentieren. Jetzt haben wir aber über 100 Bewertungen für ein Inserat angesammelt und wir haben keinen Bock, alle durchzugehen. Deswegen kopiere ich jetzt einfach mal alle Bewertungen von Airbnb raus. Packt ihr das einfach hier rein. Ich habe es einfach schon mal vorgearbeitet, sage wieder, lese folgende Informationen ein. Dann hat Stefan zum Beispiel August 2021 geschrieben, schön eingerichtet, sauberes Apartment und so weiter. Und die sind jetzt hier alle drin, die ganzen Bewertungen. Und ich mache hier wieder Send Message. Und jetzt hat er quasi diese ganzen Gastbewertungen eingefügt. Und hier haben wir jetzt quasi nochmal eine extra Highlight-Sektion. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Querschnitt unserer Ferienwohnung durch die Inserate, durch die Bewertungen durch und wissen halt eben, okay, wo steht es denn gerade bewertungstechnisch? Und wir sehen halt eben jetzt hier, es gibt konstruktives Feedback, das wird rausgelesen. Es gibt halt eben hier besonders die positiven Merkmale und die Highlights und es wird halt eben nochmal das herausgestellt, was hier besonders gut funktioniert. Und das ist halt eben cool. Also das heißt, wir haben jetzt hier die
Möglichkeit, das zum Beispiel zu benutzen, um auch Marktforschung zu betreiben. Gucken, in welche Richtung kann ich mein Inserat verbessern und hier natürlich noch weiter bessere Bewertungen erhalten sozusagen. Und vor allen Dingen würde ich sagen, für den Schnitt der Menschen ist es halt wirklich mühsame Arbeit. Also dieses alle Sachen durchzulesen, zu bearbeiten, sich das rauszuschreiben, würde ich sagen, gibt eher wenige Leute, die das wirklich zu ihren Lieblingsaufgaben zählen. Deswegen. Das stimmt. Und ich denke mal, ChatGPT wird klar, kann man benutzen, um halt besonders coole, effektive Texte zu erstellen, um Texte auswerten zu lassen und diese halt eben dann für seine Inseratstexte zu benutzen. Aber man kann natürlich noch viel mehr Prozesse verändern. Man kann E-Mails bearbeiten lassen, Buchhaltung vereinfachen, das Management verschlanken und man kann sogar die Gastkommunikation viel weiter automatisieren. Und hiermit komme ich halt eben zu meinem zweiten Beispiel, nämlich dem Chatbot. Und jetzt werden vielleicht die meisten Leute die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh nee, nicht schon wieder ein Chatbot, so eine Scheiße, das funktioniert doch nicht. Wir haben mir doch letztens erst gesagt, dass ich für einen Kuchen Reifen brauche. Das Problem an den Chatbots von früher ist halt eben einfach, egal was du dir gesagt hast, die haben dir nie eine passende Lösung gegeben. Auch wenn du halt eben ein Problem sehr, sehr klar umrissen hast, und ich glaube, ich habe das manchmal wirklich gut hingekriegt, dieses Problem zu umreißen, aber die Chatbots, die haben es einfach nicht hingekriegt, da diese Daten zu verarbeiten und mir ein entsprechend gutes Ergebnis, eine Lösung vorzuschlagen. Diese Zeiten sind vorbei. Vor allen Dingen jetzt durch Möglichkeiten mit ChatGPT, mit Chatbots, die man erstellen lassen kann. Und ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal auf eine Website, die habe ich jetzt einfach mal testweise erstellt, einfach nur, damit man sieht, wie das hier funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel einen Chatbot, der aktiv ist für unsere Ferienwohnung. Der ist speziell angelernt auf dieses Ferienwohnungsinserat, wofür ich gerade eben die Entitätenliste erstellt habe. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel direkt hier, hey, ich bin der smarte Helfer für deinen Aufenthalt. Ich kann dir alle deine Fragen beantworten. Wie kann ich dir helfen? Ich bin ein Gast. Ich bin in der Ferienwohnung. Ich finde nirgendwo Informationen zum WLAN. Ich könnte den Gastgeber jetzt anrufen. Ich könnte den Gastgeber jetzt eine Nachricht schreiben. Oder ich nehme dem Gastgeber nicht seine Zeit weg und gehe sofort an den Chatbot und erhalte eine sofortige Antwort mit einer sofortigen Lösung. Und wir testen das einfach mal. Wie heißt das WLAN-Kennwort? Das gebe ich jetzt ein. Und der sagt mir direkt, hey, das WLAN-Passwort lautet, ich mag KI. Das hat keine Sekunde gedauert, ich habe ein Ergebnis. Ich habe vielleicht eine andere Frage. Ich habe extrem viel Wäsche dabei. Die hat sich angesammelt während meines ganzen Roadtrips und jetzt möchte ich das gerne waschen. Das heißt, wo befindet sich, okay, mit Doppel-O, wo befindet sich die Waschmaschine? Und das Ergebnis ist, die Waschmaschine befindet sich im Waschkeller, im Keller. Wenn du die Treppe hinuntergehst, findest du sie direkt auf der linken Seite. Die Entitätenliste können wir so bearbeiten, dass wir immer ausführlichere Antworten bekommen. Und der Unterschied zwischen KI und einem Algorithmus ist halt eben, dass wir nicht nur fragen können, wie heißt das WLAN-Kennwort, sondern zum Beispiel auch, wie heißt das WLAN-Passwort, also andere Wörter verwenden können, weil er erkennt, dass das Wort, Kennwort und Passwort dasselbe ist. Oder Wi-Fi-Key. Er erkennt, dass es dasselbe ist und wird trotzdem dasselbe Ergebnis rausspucken. Und das ist halt eben dieser Lernbereich dieser KIs. Und das ist gerade so geil, das glaubt ihr gar nicht. Ich stelle es mir in Zukunft wirklich so vor. Du kommst in eine Ferienwohnung rein und da ist ein Tablet auf dem Tisch. Auf diesem Tablet hast du nicht nur 10 Apps, sondern du hast eine einzige App. Und diese App, das ist der Assistent für deine Reise, für deine Unterkunft. Und den kannst du alles fragen. Zum Beispiel fragst du den, ey, welchen Bus kann ich nehmen, um jetzt in die Stadt zu fahren? Der gibt dir eine Lösung. Der sagt dir, ey, ich möchte zum Beispiel frühstücken. Wo kann ich frühstücken? Der gibt dir eine Lösung. Hey, ich möchte gerne später auschecken. Wie kann ich das machen? Der gibt dir eine Lösung. Der gibt dir für alles hoffnungslos eine Lösung. Du findest keine Probleme, die nicht gelöst werden können. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit, also ich lege meine Hand dafür, dass das halt eben die Zukunft sein wird, weil das jeden Bereich entlasten wird. Der Gast kriegt sofortiges Feedback, kriegt sofort seine Informationen. Der Gastsektor, das heißt der Kundenkommunikationsbereich, der wird stark entlastet und alle sind eigentlich damit zufrieden. Es spart unfassbar viel humanes Kapital, Zeit, Geld. Das ist einfach so, wie es kommen muss. Aber natürlich lasse ich mich immer wieder eines Besseren belehren und
Austausch ist natürlich auch immer cool. Deswegen sagt Bescheid, wenn ihr das nicht so seht. Ich glaube auch, dass viele noch sagen, ja gut, all diese Sachen, die kann man doch eigentlich auch in einem Gästebuch einfach aufschreiben. Was wäre so da dein Argument zu? Das Problem ist, wir wollen ja weg von dem, ich suche mir Informationen zu, ich finde Informationen. Das ist ja der Grund, warum KI oder ChatGPT auch besser funktioniert als Google. Bei Google muss ich reingehen, in die Suche quasi gehen und dann sagen, hey, ich habe einen roten Fleck am Fuß, was ist das? Jetzt muss ich links anklicken, jetzt muss ich die Texte durchsuchen und ich muss meine geeignete Lösung finden, selbstständig. Ich habe nur beschränkte Zeit auf diesem Planeten und ich möchte meine Zeit nicht dafür aufwenden, Lösungen zu finden, die sollen mir präsentiert werden. Und da die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen ja nachweislich mit jedem Jahr anscheinend immer geringer wird durch verschiedenste Sachen, ich will jetzt nichts hier anführen, aber kann es eigentlich sich nur in diese Richtung entwickeln, dass wir immer schneller Lösungen präsentiert haben wollen. Und da haben die Leute keinen Bock in einer Unterkunft, Seiten aufzuschlagen und zu suchen, okay, wo finde ich denn jetzt hier die Waschmaschine? Die müssen einfach nur einen Text eingeben und finden sofort die Antwort. Und das eben dann super genau mit einem PDF, mit einem Erklärvideo, mit allem drum und dran. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, das nicht zu nutzen. Und das ist es, komm, dann wird das Gastbuch voll und es gibt zu viele Einträge. Und dann muss ich wirklich alle Sachen kopieren und ein neues Gastbuch schreiben, um noch irgendwie ein WLAN-Kennwort dahin zu kriegen. Und was du auch gerade meintest, also ich glaube auch, was viele so als Zweifel haben, ist irgendwie die Persönlichkeit, dass die damit verloren geht, weil es halt alles hinter dem Bildschirm ist. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das auszuführen. Was Niklas gerade schon sagte, mache ich halt ein Erklärvideo dahin oder so. Ja. Filmst du dich im Notfall, aber es ist einfach direkt da, es kann persönlich sein und ja, wie Niklas schon gesagt hat, sofort die Antworten kommen zu dir und du musst nicht nach ihnen suchen, also eigentlich perfekt. Genau, und gerade hat eben dieser Bereich dieser Unpersönlichkeit ist ein Trugschluss, weil dadurch, dass du halt eben diese Zeit frei werden lässt, dadurch, dass du manche Prozesse automatisierst, hast du mehr Zeit für die wichtigen Dinge, nämlich halt eben für die Verbindung zwischen den Menschen. Ja. Jetzt könntest du natürlich denken, ja, Verbindung entsteht dadurch, dass du darauf antwortest, wo die Waschmaschine ist, aber ich denke halt eben nicht. Also ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, die Verbindung entsteht halt eben dadurch, dass du dir mehr aktiv Zeit für den Gast nimmst und zum Beispiel wirklich aktiv nachfragst, hey, wie fandst du den Aufenthalt und dann halt quasi mit dem ins Gespräch kommst. Also, dass du wirklich auch versuchst, qualitativ die Unterkunft zu verbessern. Und das hat eben in viele verschiedene Richtungen. Und KI ist einfach wieder eine Möglichkeit, die dir die Zeit dafür freischaufelt, dass du qualitativ an der Unterkunft arbeiten kannst, das Gästeerlebnis verbessern kannst, du zusätzlich mehr Geld verdienst, weil du diese halt eben noch weiter verbesserst und hast halt eben einfach nur wahnsinnig viele Vorteile dadurch. Also ist halt eben einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Nicht nur okay. Win. Ja, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Win-Win-Win-Situationen, muss ich sagen. Ist ja beim Gastgeberalltag so oder so immer so. Das heißt, wenn ich eine gute Ferienwohnung anbieten kann, dann funktioniert diese Ferienwohnung gut. Das bedeutet, ich verdiene gutes Geld damit. Gleichzeitig hat der Gast eine tolle Unterkunft. Das heißt schon mal Win-Win. Die Plattform, die verdient halt eben an dieser Buchung Geld, zum Beispiel Airbnb 15%. Das heißt, die hat eine Win-Situation, wir haben eine Win-Situation, der Gast hat eine Win-Situation und die Gemeinde halt eben auch, weil die noch Steuern kriegen. Also eigentlich alle super. Okay, das letzte Beispiel ist zum Beispiel ein etwas, sage ich mal, nischigeres Beispiel, denn hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, das Innendesign von einem AI-Tool bearbeiten zu lassen. Und das ist halt eben richtig, richtig cool. Dafür muss ich einmal kurz die Präsentation beenden. Muss einmal kurz auf meinen Desktop. Und hierfür die Bilder öffnen, die ich dafür sogar extra vorbereitet habe. Und das ist nämlich auch ein Ding. Das hattest du am Anfang gesagt, so vielleicht mögen manche unglaublich gerne das InDesign. Und ich finde, InDesign ist eines der Sachen, das muss einem liegen. Also man muss irgendwie ein Stück Kreativität in sich haben, damit man überhaupt sich das alles vorstellen kann. Und eben auch, keine Ahnung, sich so räumlich eine Wohnung vorzustellen und was dann da miteinander passt, das liegt manchen und die mögen es total gerne und manchen liegt es ja eben nicht so und da ist das dann die perfekte Unterstützung. Ich meine, das ist ein Berufszweig. Ich meine, das Problem mit Gastgebern von Ferienwohnungen ist, dass die mehrere Berufe vereinen. Die sind Reinigungskräfte, die sind Handwerker, die sind InDesigner, die sind Customer Relations, die sind Manager, die kümmern sich um so viele Sachen gleichzeitig, machen Marketing on top.
Und wenn es da halt eben Möglichkeiten gibt, das halt eben zu vereinfachen und wirklich Berufszweige zu vereinfachen, dann ist das natürlich großartig. Und das ist zum Auf jeden Beispiel Fall. ein Beispiel von eines unserer Apartments, was wir gerade entwickeln. Ich hoffe, du störst dich jetzt nicht an diesen ganzen blauen Punkten, die man hier sieht. Wenn wir ein Apartment entwickeln, dann arbeiten wir mit einer 3D-Software zusammen. Das heißt, wir bilden das Apartment erstmal in 3D ab, haben dann die Möglichkeit, hier diese Tags zu versehen, damit unser Handwerker genau weiß, was er tun muss. Das heißt, man geht dann auf den Tag drauf und da steht dann, diese Seite bitte anstreichen, hier bitte Tapete hinzufügen und so weiter. Aber jetzt habe ich quasi mal das fertiggestellt. Also das ist quasi das, wonach wir nach einem Konzept gearbeitet haben. Ist halt immer noch nicht fertiggestellt. Das ist jetzt quasi gerade so eine Zwischenphase von der Wohnung. Und das ist quasi das Vorher. Das ist dann nach unserem Konzept das danach. Und jetzt habe ich einfach mal das genommen und einlesen lassen in die AI und geguckt, was ist das Ergebnis? Und das Ergebnis war das. Total anderer Raum. Also Ja. total geiler Raum. Das sieht ja nicht mehr vergleichbar aus. Also wenn man sich das hier ansieht und das mal vergleicht mit dem, das hier hat ein InDesigner konzeptioniert. Also das hier ist wirklich schon guter Scheiß. Und jetzt geht man halt eben her, der hat dieses kostenlose AI-Tool und der macht dir so ein geiles Ergebnis daraus. Das heißt, er sagt dir genau hier diese Wand, die muss in Grau gestrichen werden, die muss ein bisschen heller sein, hier muss quasi so eine extra Tapete an die Wand, hier so ein schönes Bett vor. Also Ja, auch die Akzente ist einfach super detailgetreu. das ist, also ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. Und das haben wir für verschiedene Bereiche getestet. Und das Coole ist, das ist ja schon möbliert. Der hat die Möbel ersetzt, diese Räume ausgefüllt und dann anschließend hat eben neu bestückt. Und das kann er mit leeren Räumen machen, das kann er mit vollen Räumen machen. Und du kannst halt eben selbst aussuchen, welchen Stil du möchtest. Zum Beispiel hier ist Gandhi. Du könntest jetzt aber auch modern auswählen und du könntest jetzt boho chic auswählen. Du kannst viele verschiedene Stile hier auswählen. Und diese drei Beispiele, die ich jetzt quasi aufgezeigt habe, das sind drei Beispiele, die an der Oberfläche kratzen von dem, was aktuell möglich sind. Und das macht so viel Spaß, ganz ehrlich. Da wollte ich dich was zu fragen, weil du gerade meintest Oberfläche. Ich habe mir nämlich gerade ein bisschen meine Gedanken spielen lassen und dachte, ja gut, gemütlich. Vielleicht habe ich tatsächlich manche Möbel, die ich einfach damit einbringen will. Geht das auch? Also kann ich sagen, okay, ich habe die und die Möbel, pflege Fotos davon ein und sage, okay, die sollen gerne bitte in den Raum kommen. Tatsächlich habe ich mich letztens genau mit dieser Frage beschäftigt, wie das möglich ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Es ist aktuell noch nicht möglich. Und das, was höchstwahrscheinlich die Zukunft sein wird, ist dann zum Beispiel IKEA. Wenn du dir Ja. das vorstellst, du hast halt einfach ein Foto, das machst du von einem Raum und IKEA stattet das mit seiner App automatisch aus, mit seinen Möbeln. Er stellt dir dann automatisiert eine Einkaufsliste, du gehst zu IKEA, kaufst das so nach wie im Katalog, kannst einzelne Möbelteile halt eben ersetzen und vielleicht auch die, die du schon von IKEA hast, halt eben mit positionieren. Das wird, da lege ich wieder die Hand für ins Feuer, gibt es noch nicht, aber wird es hundertprozentig bald so geben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, warum es das nicht geben sollte. Das macht absolut Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was diese Behauptung angeht, mit das kommt auf jeden Fall in der Zukunft. Es ist immer schwer zu sagen, was in der Zukunft sein wird. Es kann viele verschiedene Dinge dazwischen kommen. Es können noch zusätzliche Änderungen auf dem Markt auftreten, die halt eben dazu führen, dass es nicht so weit kommt. Aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, muss ich sagen, dass das so Ja, kann passiert. ich mir auch gut vorstellen. Prinzipiell, hast du jetzt erstmal noch mal was Generelles zum Thema AI oder so, was du jetzt noch mitgeben wolltest? Ja, ich glaube, wir haben es auch schon oft gesagt, aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen ermutigen, da einzusteigen. Also KI hat einfach wenig Grenzen und wird noch weniger Grenzen in der Zukunft haben. Und ich glaube, es ist einfach einen wichtigen Fuß in die Tür zu setzen. Also man muss keinesfalls alles jetzt über KI abwickeln oder komplett sein Gehirn abgeben. Das ist ja immer so die Angst und der Hintergedanke. Aber das ist ja gar nicht nötig. Also im Endeffekt ist es einfach Schritte, die dir die KI abnimmt, was zum Beispiel mit den Inseratstexten. Also ich würde, weil ich ja auch ein bisschen paranoid bin da, was die KI da schreibt, würde ich niemals einen Text einsetzen, einfach den ich da ChatGPT schreiben lassen habe und sagen, okay, den veröffentliche ich jetzt. Aber man kann Änderungen vornehmen, man kann den nochmal durchlesen und einfach sich Parts schreiben lassen, Inspirationen geben. Und ich glaube, dafür ist das einfach super gut, weil es eben unterstützend ist. Und wieso sollte man kostenlose Unterstützung in den meisten Fällen ablehnen?
Ja, und ich glaube, das ist halt eben auch diese Entwicklung zu nicht neu erschaffen, sondern bearbeiten. Das Ja, heißt, ja. viele Leute haben hier immer diese Schreibbarriere auch, dass die zum Beispiel nicht wissen, wie die anfangen sollen und dass sie dann halt eben dieses Grundgerüst immer zugesendet bekommen durch diese KI, erleichtert denen die Arbeit auf jeden Fall ungemein. Ja. Und ich komme jetzt auch direkt zum Abschluss der Präsentation. Da gehe ich nochmal kurz hier wieder in die Präsentation rein. Letztendlich lässt sich halt einfach sagen, die Zukunft ist da, Freunde. Deswegen werdet aktiv, schaut halt eben, was da aktuell auf dem Markt verfügbar ist, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten allein durch die Programmierung. Man kann sich seine eigenen Chatbots entwickeln. Man kann Markenaufbau komplett über KI betreiben. Man kann die Buchhaltung automatisieren lassen durch KI. Man kann unfassbar viel machen. Und wer das ganze Ferienwohnungsgeschäft als Business aufziehen möchte oder halt eben wissen möchte, wie man das Ganze systematisiert und vor allen Dingen halt eben auch, genauso wie wir, auf Autopilot laufen lässt, der kann auf jeden Fall bei uns vorbeischauen und zwar bei kurs.fevo-butler.com, denn wir zeigen ganz genau, wie man so ein System aufbaut, wie man ein skalierbares Airbnb-Business vor allen Dingen aufbaut, dass ihr es schafft und dass du es vor allen Dingen schaffst, dein Business halt eben mit dem Ziel, was du auch immer du hast, Gastkommunikation, weil es dir so viel Spaß macht, Geld verdienen, finanzielle Unabhängigkeit, du reist gerne, möchtest ortsunabhängig sein. Dieses Ziel können wir gemeinsam erreichen. Du kannst dich gerne hierfür auf eine kostenlose Strategie-Session vereinbaren. Wir wissen nach über 100 gelaunchten Ferienwohnungsinseraten schon sehr gut, was wir tun, haben Systeme für jeden Bereich hier aufgesetzt und deswegen. Wenn du Interesse an sowas hast, schau auf jeden Fall vorbei und bewirb dich auf eine kostenlose Strategie-Session. Und wenn wir Glück haben, sehen wir uns dann gemeinsam in einer 1:1-Session und können uns über das Thema AI noch ein bisschen tiefer unterhalten, was es für Möglichkeiten dafür für Ferienwohnung gibt. Unglaublich, perfekt. Ja, deswegen schaut unglaublich gerne vorbei, sowohl beim Februar-Butler als auch bei uns bei Logify. Und auch wenn das Webinar ein bisschen anders gelaufen ist, hoffen wir dennoch, dass wir Input geben konnten und zumindest so ein bisschen auch den Ehrgeiz und die Lust auf KI wecken konnten. Und genau, danken euch vielmals dafür, dass ihr dabei wart. Und Sehr, auch sehr nochmal cool. ein großes Danke an dich, Niklas, dass du das mit uns gemacht hast. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal dann vielleicht ein anderer Anbieter. Beim nächsten Mal ein anderer Anbieter. Alles klar. Alice hat mich Bis sehr gefreut dann. und auch Tschüss in die Runde.